Liebe Freunde der, puh, des Sächsischen Landtages und von Grundrechten und so weiter. Am 16. Dezember 2020 findet die nächste Plenarsitzung des Sächsischen Landtages statt. Es ist die 19. Und unter Top 6 erfolgt die zweite Beratung des Entwurfs Gesetz zur Schaffung pandemiebedingter Ausnahmeregelungen im Kommunalwahlrecht und im Kommunalrecht. Es ist ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen aus CDU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Es ist, wie gesagt, die zweite Beratung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann auch schon die Abstimmung sein wird. Im Bundestag wären die zweite und dritte Lesung dann die letzten Abstimmungen. Das könnte also durchaus sein. Es gibt hier einmal die Drucksache, die zeige ich euch gleich noch, für den Gesetzentwurf. Und dann gibt es noch eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport. Und die Beschlussfassung erfolgt artikelweise. Schlussabstimmung tatsächlich, also soll am 19., nee, am 16. Dezember beschlossen werden. Und jetzt zeige ich euch in der Kurzversion, was denn beschlossen werden soll. Das hier ist das Vorblatt zum Gesetz zur Schaffung pandemiebedingter Ausnahmeregelungen im Kommunalwahlrecht und Kommunalrecht. Zielsetzung: Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass eine Infektionslage, die eine epidemische Lage von nationaler Tragweite und nach dem Infektionsschutzgesetz darstellt und deren Eindämmung und Bekämpfung Beschränkungen des öffentlichen Lebens erfordert, auch die Arbeit auf kommunaler Ebene erheblich beschränkt. Ist mir jetzt nicht bekannt geworden. Der Stadtrat tagt in der Messe mit weitem Abstand. Wüsste ich jetzt nicht, wo da was beschränkt würde, außer es hat die Politik selber verzapft oder die Stadtverwaltung. Mit der Neuregelung werden die dringlichsten Änderungsbedarfe des Kommunalwahl- und Kommunalrechts umgesetzt, die sich aufgrund der Covid-19-Pandemie aufgetan haben. Auch wenn diese Änderungen aktuell gerade nicht erforderlich sind, so sind sie möglicherweise in der Zukunft relevant, wenn die Zahl der Infektionen wieder steigen. Die Ausnahmen knüpfen allesamt an die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Bedeutung an. Wesentlicher Inhalt: Mit den Änderungen werden das Kommunalwahlgesetz, die sächsische Gemeindeordnung und die sächsische Landkreisordnung angepasst. Es werden unter anderem die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, im zweiten Wahlgang ausschließlich per Briefwahl zu wählen und dass die Gremien auf Gemeinde- und Kreisebene eine Sitzung auch in Form einer Videokonferenz durchführen können. Wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, dann ist auch die Verschiebung von Wahlen laut diesem Gesetzentwurf möglich. Kurze Erläuterung noch, ich will das Video nicht zu lang machen. Die Ausnahmen knüpfen allesamt an die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Bedeutung an. Diese Feststellung erfolgt durch den Sächsischen Landtag bzw. durch den Bundestag. Also, die Politik entscheidet über die Feststellung einer epidemischen Lage und wir haben bisher, so zumindest meine Meinung, die Erfahrung gemacht, dass sie sich dabei nicht an wissenschaftliche Fakten halten, sondern an die Wissenschaftler, die ihnen gerade genehm sind, wie zum Beispiel der Herr Drosten, den man nicht mehr Professor nennen sollte, weil er zum einen nie habilitiert hat, sondern eine Stiftungsprofessur hat von der Familie Quandt und zum anderen seinen Doktortitel nicht ganz rechtmäßig, so wie es aussieht, bekommen hat, weil er erst seine Dissertation, die laut Prüfungsordnung innerhalb eines Zeitraums von Tagen und Wochen eingereicht sein müsste, diese ist erst nach 17 Jahren im Katalog irgendeiner Universitätsbibliothek angekommen, angeblich wegen Wasserschaden. Da muss ich mal ganz laut lachen. Also die Politiker entscheiden, ob es eine epidemische Notlage von nationaler Bedeutung gibt und dann darf es auf einmal nur noch Briefwahlen geben. Und das in diesem Fall erst im zweiten Wahlgang. Da hält sich also der Virus im ersten Wahlgang wohl zurück. Und einen zweiten Wahlgang gibt es, soviel ich weiß, auch nur bei Oberbürgermeister- oder bei Bürgermeisterwahlen und bei Wahlen von Gemeinderäten gibt es sowas wie einen zweiten Wahlgang gar nicht. Also der Virus, der hält sich also im ersten Wahlgang zurück. Und im zweiten wird er dann gefährlich. Ich glaube, bei CDU,
Grünen und SPD ist irgendwie der Coronavirus kollektiv aufs Gehirn geschlagen. So viel erstmal dazu.